Rund 900 Schülerinnen und Schüler des Ferdinand-Porsche-Gymnasium in Stuttgart-Roth haben sich an der Stadtplanung in ihrem Schulumfeld beteiligt. Im Rahmen der sozialen Stadt wurde nun das Projekt Traumrot verwirklicht und am Freitag, den 30. April 2010, wurde nun der Baubeginn gefeiert. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister für Städtebau und Umwelt, Matthias Hahn, stellten die Schüler als fliegendes Klassenzimmer ihr Projekt vor und starteten zusammen mit dem Bürgermeister die Bauarbeiten. Bezirksvorsteher Gerhard Hanus erklärte: Jetzt das Projekt Traumrot auf dem Plan, etwas in Rot, das auch der Gemeinderat mit gut geheißen hat und unterstützt und fördert. Und heute ist der Beginn und die unheimlich tolle Möglichkeit für die Schüler vom Ferdinand-Porsche-Gymnasium, von der U-Land-Schule, von Wilke-Real-Schule, hier etwas zu gestalten für alle, auch für die Anwohner, die hier ein tolles Ambiente dann später haben werden, die Verbindung auch in ihren Pausen dann die Schüler hier haben, um das Grün zu erleben. Hoffen wir, dass dieses Ganze auch dann mit Leben so positiv erfüllt wird, dass es für alle das bringt, was das Projekt also vorgenommen hat. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.